ganz herzliches Willkommen beim zweiten offenen Lerntag hier in der Cognion Akademie. Allen, die uns draußen im Internet zuschauen und allen, die hier so zahlreich im Raum versammelt sind. Wer uns Rückmeldungen geben will, der verwende bitte folgenden Hashtag. Ich hoffe, man kann sehen, Cognion Live. Wir schauen dann am Ende nach, welche Fragen und Anmerkungen gekommen sind. Und wer auch anderen was mitteilen will, der Tipp, auch gleich den zweiten Hashtag New Way of Learning zu verwenden, der wird schon von mehreren für diese Art von Weiterbildung verwendet. Vielleicht kennzeichnet ihr damit auch gleich alle eure Tweets. So, neben mir stehen zwei Architekten des New Way of Learning, des Learning Campus bei Adidas. Zunächst Christian Kuhner bei Adidas, einem echten Global Player mit knapp 50.000 Mitarbeitern in fast allen Ländern der Welt. Richtig. Und Simon Dückert, Geschäftsführer von Cognion, einer sehr innovativen Wissensmanagement-Beratung. Genau. Euch hat dieses Thema schon vor Jahren zusammengeführt. Wie fing das eigentlich an, was heute Learning Campus heißt? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja damals vor über 7 Jahren bei Adidas angefangen als Leiter der internen Kommunikation, um die interne Kommunikation neu aufzubauen und neu zu positionieren. Und mein Fokus war dort, ein Social Intranet aufzubauen, Collaboration zu fördern, Kommunikation zu ändern. Das Intranet, das wir damals angefangen haben zu planen und aufgebaut haben, ist jetzt im Februar in Form unseres Social Intranets A-Live tatsächlich live gegangen. Und man muss sich das wirklich vorstellen wie eine Art Facebook for Business. Also wirklich Kollaboration, freier Zugang zu Informationen für alle Mitarbeiter weltweit. Da sind wir gerade im globalen Rollout auch. Und im Zuge dessen gab es auch eine sogenannte Employee Engagement Survey, wo alle Mitarbeiter zu ihrem Engagement und dem Level ihres Engagements gefragt wurden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Ein Ergebnis neben einer Kollaboration, die wir verbessern mussten, war halt auch, dass es nicht genügend Lern- und Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote bei Adidas gab. Das führte zur Gründung von mehreren Workstreams, die mit unserer Unternehmensstrategie Route 2015 mit der Zielrichtung an Lösungen gearbeitet haben, um das zu verbessern. Und das Ergebnis war der Vorschlag, wir brauchen eine Corporate University. Das ging dann als Vorschlag an unseren Vorstand und Herbert Heiner, unser Vorstandsvorsitzender, hat dann im November 2010 verkündet, wir werden eine Corporate University bauen. Darauf hat sich ein kleines Team formiert innerhalb von HR. Ich bin zu HR gewechselt in dieses Team und wir haben dann angefangen, dieses Prinzip einer Unternehmensuni, einer Corporate University aufzubauen. Und nach 2,5 Jahren sind wir jetzt soweit, dass wir am 18. Juli global damit launchen. Nochmal so zum Anfang, wie ist dieses Konzept dann gestartet worden? Wo hat man die ganzen Informationen herbekommen? Wie habt ihr das so zusammengestellt? Ja, ich habe im Vorfeld mal überlegt, wo wir uns das erste Mal getroffen haben und ich glaube, das war initiiert durch den Paul Serien von Schaeffler. Richtig, ja. Die sitzt ja quasi hier gegenüber. Genau. Wir waren damals bei Schaeffler auch schon mit dem Thema lernende Organisation unterwegs und da ist das so eine Idee bei der Lernorganisation, es braucht eine Shared Vision. Also nicht eine Vision, die man jetzt innerhalb von einem kleinen Projektteam entwickelt und dann umsetzt, sondern es braucht eine möglichst breite Basis. Und was wir dann gemacht haben, ist eigentlich sozusagen ein Konzept gebaut auf Basis von 5 Eingangskanälen. Einer davon war eine Literaturrecherche, einer davon war eine Befragung der HRler intern. Einer davon war ein internes Crowdsourcing in einem internen Forum, wo die Mitarbeiter sich beteiligen konnten. Ein Inputkanal war ein sogenannter Blog-Karneval im öffentlichen Adidas Group Blog. Ja. Also das war damals auch sehr ungewöhnlich, dass man sozusagen die Frage, wie sollte eigentlich die Adidas Corporate University sein, nach außen stellt. Da haben wir uns damals mit dem
mit dem Jochen Robels auch getroffen, weil der ja schon viele solche Blog-Karnevals gemacht haben und uns überlegt, wie das funktionieren kann. Und das fünfte war eine Bench-Learning-Gruppe, wo wir geguckt haben, was sind denn Corporate Universities, die aus unserer Sicht innovativ sind und was können wir uns von denen abschauen. Und die haben wir dann auch besucht. Ja, wir waren bei Mediasaturn, bei Google ja. in München, haben uns die Hamburger University von McDonald's angeschaut. Und aus den fünf Kanälen ist es dann eigentlich zu diesem House of Learning und dem Konzept jetzt für die Corbett University, die mittlerweile Adidas Learning Campus heißt, gekommen. Richtig. Mhm. Du sagtest eben, es gab auch so eine externe Crowdsourcing-Aktion. Wer hat sich da alles gemeldet? Was für Leute waren das so, die euch das gegeben haben? Also das war eigentlich spannend, weil ich glaube, meines Wissens sind wir die Ersten, die das überhaupt gemacht haben. Und das hat auch intern erstmal für einige Stirnrunzeln gesorgt, dass wir ja sehr zu Anfang, schon in der Konzeptfindungsphase, nachdem wir das intern gecrowdsourced hatten, was, wie du ja sagtest, auch nicht so normal ist, wie ich dachte eigentlich. Aber wir sind dann nach draußen gegangen, haben wirklich dieses Help Us, ich habe es genannt, Help Us Find the New Way of Learning, haben wir extern auf unseren Blog gestellt. Es ist bis heute der meistkommentierte Blog auf dem Adidas Group Blog mit über 70 oder knapp 80 Kommentaren. Und da waren so Leute wie David Weinberger, der Autor des Clue Train Manifestos, hat sich mit einem Videobeitrag gemeldet und das unterstützt. Jeanne Meister, die diesen Workplace 2020 das Buch geschrieben hat, hat uns unterstützt. Die Uni St. Gallen, die Professor Back hat mit ihrem Kurs hat in diesem Karneval teilgenommen, die Studenten animiert, tatsächlich ihre Meinung dort einzubringen, die sogar darauf benotet wurden. Also ein extrem offenes, dynamisches Konzept, was zu vielen, vielen Ideen und Anregungen geführt hat, die wir jetzt letztendlich auch umsetzen. Ah, sehr schön. Also die ganze Welt hat mitgeholfen, ja. Jetzt dieses Konzept praktisch mitzuentwickeln. Richtig. Das war ja so eine Öffnung nach außen. Du sagtest eben auch intern hat es da ein paar Diskussionen gegeben. Ja. Dieses Thema Open, ist das auch ein Schwerpunktthema jetzt, das New Way of Learning? Absolut. Wir haben, die erste Idee war ja, das auch Open U oder Open University zu nennen. Jetzt gibt es in England eine Open University, da wollten wir auch den Konflikt vermeiden und sind dann letztlich dazu übergegangen, das jetzt Adidas Group Learning Campus zu nennen. Aber das Prinzip Offenheit ist wirklich eins der Grundprinzipien, dass wir wirklich den offenen Zugang zu Wissen für alle Mitarbeiter öffnen, Zugang zu allen Informationen, allen Weiterbildungsangeboten. Also ich denke, das ist eins der absoluten Kernprinzipien und natürlich die Öffnung nach außen, dass wir über Bench-Learning-Groups, über den Austausch mit anderen Unternehmen, mit Vordenkern draußen weltweit kommunizieren, die in den Prozess einbeziehen. Und ich denke immer, das Grundprinzip, je mehr man gibt, desto mehr kriegt man auch zurück. Das ist gerade bei Lernen und bei Wissen einfach eins der Grundbausteine. Wie muss man sich das konkret vorstellen, diese Offenheit, überall teilnehmen zu können? Als Mitarbeiter hat man das nicht in jedem Unternehmen? Also ich war ja bei einigen, ich war ja bei Siemens und bei Daimler, da gibt es auch unterschiedliche Stufen der Definition von Offenheit, um das mal so auszudrücken. Aber es gibt immer noch Unternehmen, in denen der Zugang zu YouTube gesperrt ist, der Zugang zu Social Media, zu Facebook, was ein Riesenproblem ist, denke ich gerade mit der Generation Y oder den noch jüngeren. Die akzeptieren das einfach nicht. Die leben in dieser digitalen Welt. Und wenn man diese künstliche Beschränkung einführt oder herstellt, wo man einfach trennt Unternehmenswelt, geschlossene Mauern, geschlossene Einwegekommunikation, dann sagen die Leute einfach, wir gehen woanders hin. Ne? Steckt euer Zeug an den Hut. Bedeutet Offenheit hier auch, ich kann mich selber entscheiden, an welchem Seminar ich teilnehme? Oder? Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass man natürlich sagt, wollen wir ja vor allem die Verknüpfung und die holistische Verbindung der Themen Lernen, Entwicklung und Leadership herstellen. Weil das dürfen keine getrennten Themen sein, muss nahtlos ineinander übergehen, weil die persönliche und die private Entwicklung eines jeden Einzelnen, die muss im Vordergrund stehen. Und zwar professionelle Entwicklung,
Welche Ziele will ich beruflich erreichen? Wo will ich mich hinentwickeln? Das resultiert natürlich zum Teil aus den Gesprächen mit dem Fortgesetzten, aus einem, so wir nennen das Career Path, den Weg, den man vorhat, im Unternehmen zu gehen. Aber ich denke auch die ganz persönliche Entwicklung. Was will ich aus meinem Leben machen? Wie will ich mich verändern? Wie will ich mich verbessern? Diese beiden Komponenten müssen zusammenkommen. Und so wie ich das ja gemacht habe, aus der Unternehmenskommunikation zu HR zu wechseln, wir wollen auch den Mitarbeitern wirklich mehr Freiheiten geben, selber zu entscheiden, welchen Weg sie privat natürlich, aber auch beruflich verfolgen wollen und sie dabei unterstützen. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt ganz gespannt, was jetzt so schon bei rausgekommen ist. Vielleicht könntest du uns mit deinem Foliensatz erstmal eine Einstimmung geben, was im Moment Stand der Dinge ist. Richtig. Das ist mal zusammengefasst die Philosophie unseres Learning Campus bei Adidas. Vielleicht noch zwei Worte vorher. Adidas, 48.000 Mitarbeiter weltweit und wir haben allein in Herzogenaurach haben wir über 75 Nationalitäten mit einem weltweiten Durchschnittsalter von 30,5. Das heißt, wenn wir über Generation Y sprechen, ist ja das große Schlagwort bei vielen Unternehmen gerade, das ist bei Adidas, sind das schon 64% und das sind die Zahlen von letztem Jahr. Also wir sind eigentlich schon da. Was wir The New Way of Working nennen, ist also unsere Unternehmensstrategie Route 2015 mit so den Kernbegriffen Open, Honest, Fact-Based, Non-Political, Collaborative und Efficient. Aus dieser Unternehmensstrategie, The New Way of Working, haben wir The New Way of Learning abgeleitet. Das basiert eigentlich auf drei Trends, die wir sehen, die gerade in der Gesellschaft auch stattfinden in unserem Jahrhundert. Das ist dieses Weg von der reinen Education hin zu wirklichem Learning, von dem Konsum von Informationen wirklich zu diesem Participatory Learning, also dem Teilnehmen, dem aktiven Lernen und der Wandel weg von Institutionen mehr zu Netzwerken. Es gibt dieses schöne Wort, den schönen Satz im Englischen, from hierarchies to wirarchies, der das, glaube ich, auch ganz gut fasst. Wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, the old way of learning, ist natürlich eher Klassenzimmer, man bucht sich Schulungen, die dann in 6 Monaten vielleicht stattfinden. Was man auch nicht vergessen darf, dass eigentlich 95% des Inhaltes über formelles Lernen vermittelt wird, traditionell, was die Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsalltag rausnimmt und dann wieder zurückwirft. Also Nachhaltigkeit ist da nicht immer gewährleistet. Und eigentlich, es gibt dieses 70-20-10-Modell, es gibt viele ähnliche Modelle, die Zahlen schwanken leicht, aber grundsätzlich weiß man, dass man natürlich 70% von dem, was man lernt, lernt man eher on the job, learning by doing. 20% lernt man durch seine Netzwerke, durch andere, durch Kollegen, durch Freunde, durch Veranstaltungen wie heute. Und nur 10% ist die Anzahl, die man eigentlich durch Kurse lernt. Was alle Unternehmen bisher machen, ist, dass 99% der Investitionen in Lernen genau in diese 10% gehen. Also das ist, glaube ich, auch ein deutliches Mismatch hier. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Gehirn 50% von dem eigentlich vergisst, was es lernt in sehr kurzer Zeit. Also innerhalb von einer Stunde hat man eigentlich schon die Hälfte wieder vergessen und das wird nicht besser. Deswegen an dem alten Modell gibt es so ein paar Sachen, wo wir uns gesagt haben, das müssen wir ändern, das müssen wir anders machen. Was wir The New Way of Learning nennen, heißt für uns wirklich den Mitarbeiter, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen und wirklich zu fragen, wohin will sich der Mitarbeiter persönlich und beruflich entwickeln. Was hier, glaube ich, ganz ins Auge sticht, dass wir haben hier ein kleines Icon platziert, das ist, symbolisiert unseren internen Learning Campus Online. Aber Lernen ist natürlich viel mehr.
Wir lernen alle jeden Tag und gerade die jungen Leute, wozu ich mich auch zähle übrigens, wir lernen eigentlich eher auf YouTube, über Massive Open Online Kurse, auf Coursera, auf Twitter, auf TED, Pinterest und so weiter, durch die Vernetzung und die tatsächlichen physikalischen und digitalen Konversationen. Das ist eigentlich da, wo man am meisten jeden Tag lernt. Das haben wir auch als Grundlage genommen, zu sagen, wir nehmen uns vor, mit dem Learning Campus, wir wollen offene, innovative und kollaborative Lernangebote entwickeln und anbieten, um unsere Mitarbeiter und das Business weiterzuentwickeln. In dieser New Way of Learning soll jeder Mitarbeiter entscheiden, wann und wo er lernt, weil der Zugang zu Wissen, der muss jederzeit gewährleistet sein. Was wir auch anbieten oder ermöglichen wollen, ist, dass die Mitarbeiter viel mehr sich aussuchen können, wie und auch was sie lernen. Es muss zu dem Individuum passen und ich glaube, diese vorgefertigten Silos, du bist in Finance, du darfst dich ausschließlich in Richtung Finance entwickeln, das ist vorbei. Und die New Way of Learning zusammengefasst heißt für uns, you teach, you learn, you network and collaborate. Also dass jeder ist nicht nur ein Schüler, sondern und jeder heißt wirklich jeder, inklusive Senior Management und Vorstand. Jeder lernt jeden Tag, aber jeder ist auch potenziell ein Lehrer und gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter durch Netzwerken und durch Kollaborieren. Als wir damals angefangen hatten, und wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, haben wir uns überlegt, mit Simon zusammen und mit den Kollegen im Benchlearning-Team, mit der Neugründung einer Universität bei Adidas, wollen wir nicht jetzt das Bestehende nehmen und einfach grün anmalen und sagen, das ist unsere Corporate University, sondern es ist wirklich eine fantastische Chance, mal drei Schritte zurückzugehen und das Thema Lernen, Bildung, Wissen zu analysieren und wirklich diese Themen neu zu repositionieren. Wir nennen das Rewire und wirklich Reestablish Learning. Ich spreche intern auch ganz gern wirklich von einer Renaissance des Lernens, weil ich denke, vieles ist auch gar nicht neu, sondern es geht eher wieder zurück an die Ursprünge, wie werden Informationen ausgetauscht und wie kommunizieren Menschen eigentlich untereinander. Unsere Vision ist und bleibt tatsächlich die Adidas Group in eine lernende Organisation umzuwandeln, bei der auch das Thema Nachhaltigkeit von Lernen tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil ist. Der Shift, den wir hier sehen, also der Wechsel ist weg von dem alten Modell, formelles Top-Down-Lernen, was hauptsächlich im Klassenzimmer stattfindet, Frontalunterricht, das umzuwandeln in ein mit einem stärkeren Fokus auf informelles Lernen, Bottom-up, also von den Lernenden selbst getrieben, self-directed, lifelong learning, also das selbstgesteuerte, lebenslange Lernen in Vordergrund zu stellen, mit Social Learning über Plattformen, über Gespräche, über Veranstaltungen, E-Learning, digitale Angebote, Blended, das ist also quasi der Mix von beiden, das intelligent zusammenzubringen und natürlich nach wie vor Classrooms, also das wollen wir nicht ganz abschaffen, es gibt hervorragende Kurse, wir haben tolle Trainer intern, also das heißt ja nicht, dass es komplett ersetzt werden muss, ich sehe das eher in Form einer Evolution, dass wir uns von der Richtung mehr mit dem Fokus in diese Richtung bewegen. Vielleicht um das etwas überspitzt darzustellen, im Altmodell war es so, ein Kollege oben rechts sagt sich, Mensch, ich will ein besserer Projektmanager werden, was mache ich denn ja? Im alten Modell ist es so, im Oktober überlegt er sich das und meldet sich dann voller Elan und Begeisterung zu einem Projektmanagement-Kurs an und dann passiert erstmal gar nichts. Dann nicht bis der Kurs in ein paar Monaten stattfindet, wartet man und kümmert sich um seine sonstigen Sachen. Dann geht man auf einen Kurs, der meist in einem Klassenzimmer stattfindet. Und wie gesagt, es gibt tolle Kurse, trotzdem gekapselt, zwei Tage ist man dabei. Danach wird man wieder zurückgeschmissen, wird von seinen 800 E-Mails bombardiert und die Lernkurve geht also dramatisch nach unten. Nicht das, was man gelernt hat, vergisst man ja auch sehr schnell, wenn man es nicht
anwendet. Also das ist eigentlich kein besonders nachhaltiges Lernmodell. Wo wir hinwollen, ist, dass wir den Lernenden dahingehend unterstützen, dass er sagt, in dem Moment, wo ich sage, ich will was lernen, ich will ein besserer Projektmanager werden, zum Beispiel, ich registriere mich und in dem Moment, wo ich das sage, kann ich schon anfangen zu lernen. Ich kann auf alle internen Angebote zugreifen, ich kann E-Learning-Kurse besuchen, ich kann einem Netzwerk beitreten, einer Community, wo ich nicht nur Kollegen treffe, die auch Projektmanager werden wollen, sondern ich kann auf das Alumni-Netzwerk zugreifen, die Leute, die diese Ausbildung schon gemacht haben. Ich habe den Zugriff auf Experten, die besten Projektmanager im Unternehmen, die ich als Mentoren ansprechen kann. Ich habe Vernetzung, ich habe das Zugriff auf das gesamte Material, sei es intern, sei es extern, kuratierte Inhalte, TED-Talks, YouTube-Videos zu dem Thema, die über die Kuration von Experten wirklich die relevanten Informationen raussuchen und zur Verfügung stellen. Und wir haben natürlich dann darin auch die Entwicklung von einem Anfänger, einem Neuling zum Thema über einen Alumni dann, wenn ich den Kurs abgeschlossen habe und mir das Wissen angehängt, bis zu einem Experten, wo ich dann mein erworbenes Wissen wieder weitergebe und in eine Experten- und Mentorenrolle komme. Wir haben für uns 5 Prinzipien aufgestellt, auf die die Corporate University basiert. Working is learning, learning is working. Klingt jetzt ganz logisch und einfach, ist aber ein Riesenthema, weil hier geht es darum, die Trennung zwischen Arbeit und Lernen aufzuheben. Oft ist ja so, Mitarbeiter gehen auf einen Kurs und arbeiten dann nicht. Das ist ja alles Privatvergnügen und nicht. Und wenn man zurückkommt, dann soll man möglichst sich voll auf die Arbeit konzentrieren und bloß nichts lernen. Also das ist, denke ich, falsch. Das müssen wir komplett aufheben und das Lernen voll in den Arbeitsalltag integrieren. Um das zu machen, müssen wir zu einer offenen, kollaborativen und vernetzten Social Learning Umgebung kommen, wo das Lernen auch als wichtiges Element anerkannt ist und von allen unterstützt wird. Das bedeutet auch, dass wir eine veränderte Leadership brauchen, nicht? Also auch die neuen Kriterien von Leadership heißen auch, wer teilt seine Informationen, wer teilt seine Erfahrungen, wer ist ein guter Lehrer, wer bringt sein Team und seine Mitarbeiter weiter und wer lernt auch selber am meisten. Innovation sollte Bestandteil von und in der Verantwortung von jedem einzelnen Mitarbeiter liegen, also das Modell Richard Branson, Unternehmerschaft, selbstständiges Handeln, Verantwortung übernehmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Innovation sollte nicht nur von den Leuten gemacht werden, die Innovation auf der Visitenkarte haben. Und letztlich das Schaffen einer Kultur, alles was wir machen, hat letztlich mit Kultur, mit Unternehmenskultur zu tun, die Kultur eines selbstgesteuerten lebenslangen Lernens zu unterstützen, zu schaffen und zu unterstützen. Im Zentrum von allem liegt dieser holistische Wissenskreis. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu vielen anderen, was wir uns hier vorgenommen haben. Die meisten Institute oder Academies oder sonst was, die fokussieren sich auf den orangenen Pfeil, sprich Learning, also die Akquise von Wissen. Wir haben uns gesagt, wir müssen den ganzen Kreis betrachten, wir müssen bei Innovation anfangen, das Schaffen von neuem Wissens, dann über das Lernen gehen, Wissen zu akquirieren und auch die dritte Komponente hinzufügen, Knowledge Management, Knowledge Retention Transfer. Also es geht auch darum, dass dann identifizierte und erworbene Wissen im Unternehmen zu behalten, das relevante Wissen und dieses Wissen an möglichst viele auch zu übertragen. Nur dann, wenn wir diesen Kreislauf verfolgen, dann wird Lernen und Wissensmanagement wird tatsächlich nachhaltig. 3 Säulen, auf denen wir das aufbauen: digital, ein Learning Campus online, Zugang zu allen Angeboten, in Zukunft auch über alle Geräte von jedem Ort aus, sprich die Hauptuni ist kein Marmorgebäude, sondern ist das Smartphone, das jeder in der Tasche hat. Physikalisch, natürlich braucht es auch, bei aller Liebe zum Digitalen, braucht es
physikalische Begegnungsstätten, wo man Talks machen kann, wo man Workshops durchführen kann. Zeige ich gleich noch ein bisschen was dazu, wie wir das machen. Und ein wichtiges Element auch der Future Workplace, also der Arbeitsplatz der Zukunft, weil so wie die Leute arbeiten, definiert auch, wie sie lernen. Und also das sind die drei Säulen, auf die wir auch alles aufbauen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, das Social Intranet, was jetzt im Februar bei uns live ging. Ich denke auch hier ein sehr, sehr moderner Ansatz. Wir haben hier oben ist die oberste Zeile, das sind quasi die redaktionell erstellten Nachrichten von der Unternehmenskommunikation. Alle Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte und so weiter werden über Apps abgedeckt und Workspaces, also kollaborative digitale Räume, in denen sich Gruppen zusammenfinden, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Die können offen und geschlossen sein. Und ganz wichtig hier auf der Zentralseite der Activity Feed, also wie man das bei Facebook kennt, eine Möglichkeit für jeden Mitarbeiter sofort hier wie bei Facebook einen Kommentar zu schreiben, ein Bild, ein Video zu posten und das absolut ungefiltert. Es gibt keine Freigabeprozesse dafür. In dem Moment, wenn ich da eintippe, bin gerade bei Cognion und rede gerade über den Learning Campus, drück Send, in dem Moment ist es live und für alle sichtbar. Alle Mitarbeiter können auch in die Diskussion springen, Likes hinzufügen, Kommentare hinzufügen und so weiter. Und das ist auf der Zentralseite des globalen Intranets. Ich denke, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Was wir hier auch, also das ist unser Global Intranet und darauf, das ist jetzt bewusst etwas ausgegraut, bauen wir unseren Learning Campus online auf, also unser digitales Angebot, auch sehr stark auf diese digitale Konversation aufgebaut, wo wir Learning Kits anbieten werden. Ein bisschen die Idee von den Massive Open Online Kursen, wo es ein Mix von externen Quellen gibt, von TED-Videos, YouTube-Videos, Blogartikel, eigene Beiträge, die wir in Form von Apps auf der einen Seite zusammenstellen. Und aber zu jedem Lernangebot immer die Community, die Konversation, wie wir es gerade gesehen haben, der Austausch der Lernenden untereinander und das sichtbar für alle. Also wir launchen ja am 18. Juli. Ich denke, nach dem Termin werden wir auch mehr extern darüber erzählen können. Future Workplace hatte ich erwähnt. Arbeitsplätze sehen ja oft noch so aus in vielen Unternehmen. Und die Entwicklung geht ja eher zu offenen, kollaborativen Flächen, non-territorialen Arbeitsplätzen. So sehen zum Beispiel die Adidas-Büros jetzt schon aus zum Teil. Und das passiert dann in den Büros bei Adidas, ganz normale Arbeitssituation, eher ein Freitagnachmittag, denke ich. Und der Arbeitsplatz der Zukunft sieht natürlich viel mehr, für viel, viel mehr Mitarbeiter, eher so oder so aus. Nicht? Also es ist völlig unabhängig, ich habe heute Morgen ja auch von hier gearbeitet, anstatt in die Firma zu fahren. Ich kann über mein Smartphone letztlich auch alles machen, was ich in der Firma mache. Und das ist der Arbeitsplatz der Zukunft für einen Großteil der Leute. Deswegen Working is Learning, Learning is Working. Diese Integration, wie bringen wir das zusammen, die Modelle? Wir haben kleiner Schlenker zu der visuellen Identität von dem Learning Campus. Wir haben uns ein Design überlegt, inspiriert von dem sogenannten Dazzle Camouflage. Das ist dieses Zickzack-Muster, was im Ersten Weltkrieg von einem britischen Marinesoldaten, der auch Künstler war, entwickelt wurde, um die Kriegsschiffe besser zu tarnen. Jetzt schaut man sich so ein Kriegsschiff an und das sind echte Fotos und denkt sich, das ist das Gegenteil von Tarnung, nicht? Also auffälliger geht es ja gar nicht mehr. Der Gedanke hierhinter ist, der auch sehr gut funktioniert hat, diese Muster, die verwischen die Form der Schiffe und machen sie so viel schwerer zu treffen. Gefunden wurden die Schiffe durch das aufkommende Radar, also hat es keinen Sinn mehr gemacht, die blau oder grün zu streichen in der Farbe des Meeres. Nur
wenn sie dann gesehen wurden, wurden sie für ein U-Boot oder Flugzeug viel, viel schwerer zu treffen, weil man sie gar nicht anpeilen konnte oder sogar identifizieren konnte. Also letztlich geht es darum, die Wahrnehmung zu drehen, was ist Tarnung, was schützt das Objekt besser. Und genau das wollen wir mit dem Learning Campus ja auch machen. Wir wollen die Wahrnehmung dessen, was ist Lernen eigentlich. Lernen ist nicht unbedingt, ich verbringe 2 Tage im Klassenzimmer und versuche bei schlechtem Kaffee wach zu bleiben, sondern Lernen findet jeden Tag statt. Und diese Drehung der Wahrnehmung wollen wir herbeiführen und haben uns deswegen dieses Dazzle-Camouflage-Muster als visuelle Identität ausgesucht. Das ist eine erste Skizze des Learning Campus in Herzow. Also wir haben eine alte Scheune genommen, eine Recyclinghalle und haben die umgebaut mit sehr wenig Budget zu dem ersten physikalischen Learning Campus bei der Adidas Group in Herzogenaurach auch im Headquarter. Das sieht jetzt so aus, also wirklich eine Dazzle-getarnte Box, von außen recht unspektakulär, also quadratisch praktisch gut, von innen eine sehr freie Design-Thinking-orientierte Fläche, die super flexibel ist, in der jede Situation sofort abgebildet werden kann. Wir kriegen 199 Leute für Vorträge rein, können dort Pecha-Kucha machen zum Beispiel, Experten, Vorträge und 2 Minuten später kann man hier die Vorhänge zuziehen und wir können 3 Workshops parallel abhalten, bewusst auch Vorhänge, weil alles, was dort stattfindet, muss per se offen sein. Und hier sieht man, wir können die Tore öffnen bei schönem Wetter, dann zieht sich das alles nach draußen auch. Wir haben so einen Kunstrasen davor gelegt, wo die Leute sich dann auch in die Sonne setzen können. Und hier hatten wir unsere Eröffnungsveranstaltung für die Mitarbeiter mit dem FabLab, mit 3D-Drucken und so weiter. Wilde Mischung an offiziellen und inoffiziellen, formellen und informellen Lernangeboten. Wir haben integriertes Café, alles so ein bisschen Sperrholz, Secondhand, mobile Möbel mit kostenlosem Kaffee, kostenlosen Leitungswasser und kostenlosen Wi-Fi. Also die 3 Grundbedürfnisse des Menschen sind hier abgedeckt. Und das ist auch ein Ort, den wir eigentlich prinzipiell den ganzen Tag offen halten. Das heißt, wenn dort Seminare oder Workshops sind, sollen die anderen Mitarbeiter ruhig in das Café gehen und ruhig um die Ecke schauen und sagen, Mensch, was macht ihr denn da? Vielleicht kann ich da auch was lernen. Wer damit nicht leben kann, den schicke ich weg. Der soll sich einen Meetingraum buchen. Und das funktioniert hervorragend. Also das ist auch eine gewisse Erziehung, denke ich, dass die erste Reaktion der Leute ist immer, oh, da muss ich meinen Chef fragen, das haben wir noch nie gemacht. 99% der Leute kommen dann zurück und sagen, das probieren wir mal. Und das Feedback ist wirklich überwältigend positiv, muss ich sagen. Wir haben einige sehr hochrangige Veranstaltungen dort drin gehabt, Global Sales Director zum Beispiel, die das erste Mal inspiriert durch diesen sehr legeren Rahmen. Hier sieht man noch mal so einen Eindruck mit einer kleinen Veranstaltung, die da gerade stattfindet, diese Veranstaltung umgewandelt haben und gesagt haben, Mensch, wir machen statt 2 Tagen Death by PowerPoint, machen wir mal Workshops draus, mehr Interaktionen, wir lassen die Leute sich mehr bewegen und mehr ausdrücken. Und es sind viele wirklich dann zu mir zurückgekommen und haben gesagt, Mensch, das war nicht nur das lustigste und beste Treffen, was wir seit langem haben, sondern das hat das beste Ergebnis seit langem. Und das finde ich toll. Dass wirklich die Leute merken, man kommt tatsächlich in so einer Umgebung zu viel besseren Ergebnissen als oft in diesen nüchternen, nicht besonders kreativ oder inspirierenden Räumen. Wir haben auch ein Experiment mit der Hochschule Biberach, dem Masterstudiengang Architektur, gestartet. Den hatte ich als Masterstudienaufgabe das Projekt gegeben, entwerft uns mal Möbel für Future Learning. Die kamen dann mit diesen beiden Entwürfen. Wir sind dann runtergefahren mit dem Professor, haben die tatsächlich benotet auch auf die Entwürfe. Und ich bin dann mit meinen Praktikanten dann runtergefahren und wir haben 3 Tage lang in der Schreinerei in Biberach haben wir die Möbel gebaut. Und das sah dann folgendermaßen aus, das sind dann die Ergebnisse auch. Alles ein bisschen wackelig, Prototypen, die stehen jetzt aber auch in dem Chat in Herzow und werden auch genutzt innerhalb der Workshops. Mit dem einen Modell sind wir auch getreu unserer Prinzipien,
grandios gescheitert. Also wenn man sich den Entwurf anschaut, das sah ursprünglich so aus, so ein dreieckiges Modell aus Holz, sah alles ganz klasse aus im Entwurf und so weiter. Als wir es dann gebaut haben, haben wir festgestellt, es funktioniert vorne und hinten nicht. Das Ding ist so schweineschwer, das kann kein Mensch bewegen und wir mussten dann wirklich fail fast, fail smart, wir mussten dann überlegen, was machen wir und haben das dann umgebaut auf dieses Art Lattenrost-Modell, was ein viel besseres Ergebnis ist, als wir uns vorher erwartet haben. Also auch da innerhalb einer sehr kurzen Zeit erfolgreich gescheitert und mit einem viel besseren Ergebnis rausgekommen. Und vielleicht noch der letzte Punkt, um diese ganze Idee und Philosophie, das New Way of Learning in die Fläche, in die Märkte zu tragen. Das ist ja 90% von dem, was wir machen, ist ja Culture Change und Culture Change dauert. Um das zu beschleunigen und möglichst schnell die Mitarbeiter weltweit zu erreichen, haben wir uns überlegt, es gibt im Retail gibt's ja diese Idee oder dieses Konzept der Pop-Up-Stores. Das sind diese Läden, die mal für eine Woche in der Fußgängerzone eröffnen, ihr Zeug verkaufen und dann wieder verschwinden. Und wir haben uns überlegt, Mensch, Pop-Up-Store, wir bauen ein Pop-Up-Kit für eine Pop-Up-University. Wir haben mehrere Design-Thinking-Workshops mit dem Betriebsrat unter anderem gemacht, mit Mitarbeitern aus ganz verschiedenen Abteilungen, Hierarchien gemischt und haben letztlich dann diesen Koffer zusammengestellt, der gerade verschickt wurde letzte Woche an die Märkte. Wir haben 8 Koffer gebaut mit digitalen Elementen, also alle die Technologie, die wir brauchen, um Lernen zu unterstützen, Mikrofone, Kameras und so weiter, mit Workshops, die Leute sofort anwenden können, mit Spaßelementen, Lego-Bausätze und so weiter. Also ein randvoll vollgefüllter Koffer, den die Leute dann in Moskau, in Brasilien, in Kanton, in Shanghai aufmachen und sofort anwenden können. Parallel dazu bauen wir auch Media Labs auf, auch mit Simon hier, also das Enabling, das Unterstützen der Mitarbeiter, Filme, Aufnahmen möglichst selber zu machen. Wenn man sich anschaut, egal welches Thema, wenn man es lernen will, man findet es garantiert auf YouTube, oft in einer wackeligen Qualität, aber es ist da. Und das ist einfach das Wichtige. Ich denke, es ist besser, 100 Filme ein bisschen wackelig in Eigenregie zu machen, als einen Riesenfilm mit einem enormen Budget, mit einer Agentur, dass sich dann letztlich nur 3 Leute anschauen. Also auch dieser Wandel, die Unterstützung zum Selbermachen und wie einfach das heute geht. Mit jedem Smartphone hat man heute ein komplettes Mediastudio in der Hosentasche. Und zwar jeder, nur ein kleiner Teil weiß, wie man das benutzt. Und das wollen wir den Mitarbeitern beibringen. Und das ist auch Lernen. Und damit bin ich zu Ende mit dem Teil und kann alle nur ermutigen, lernt jeden Tag und bringt möglichst vielen Leuten möglichst viel bei. Oh, oh,